Wir grüßen euch, öffnen diesen Bewusstseinsraum, danken euch für eure Präsenz, dass ihr Platz nehmt hier in diesen Energien. So schaut, wir sind hier anwesend, um euch zu erinnern. Wir sind die Erinnerung an euch selbst. In eurer Essenz, in eurem Herzraum wisst ihr bereits alles, was wir sagen. Ihr spürt unsere Anwesenheit in jedem Jetzt, denn auch ihr seid Energiewesen, so wie wir. So sind wir alle eins. Dies ist wahrhaftig eine Basisrealität, auf der ihr euch stellen könnt, Platz nehmen könnt hier, von der ihr ausgehen könnt, um zu erschaffen eure Leben, eure Erfahrungen im materiellen Raum. So schaut, wir möchten euch erinnern, ihr seid Menschwesen, eine Gemeinschaft im Massenbewusstseinsraum. Der Massenbewusstseinsraum ist ein Raum, den ihr gemeinsam erschafft. Mit euren Energien, euren Feldern. Hier sendet ihr Energien hinein. Je nachdem, welche Energien ihr sendet, erschafft sich dieser Massenbewusstseinsraum in dieser Frequenz. So warum steht ihr gemeinsam in diesem Raum und zeigt mit dem Finger auf euch gegenseitig, macht euch Vorwürfe, gebt euch Schuld. In dieser Frequenz wird sich nichts verändern, denn in dieser Frequenz bleibt euer Massenbewusstseinsraum in dieser Frequenz, denn ihr seid Schöpfer dieses Raumes. Weiter dürft ihr sehen, die Erde ist ein Speicher all dieser Informationen, dieser Energien aus der Linie der Zeit. All die abgetrennten Energien niederen Frequenzen sind dort hinterlegt. So wie in euch, im individuellen System, euer Körper, euer Speichermedium ist, so ist die Erde der Speicher fürs Massenbewusstsein. All die Informationen werden dort abgelegt. Nun erkennt ihr, dass diese abgetrennten Räume nach oben steigen, in euer Bewusstsein sich wandeln wollen. In diesem Erkennen beginnt ihr, euch gegenseitig Schuld zuzuweisen, in den Kampf zu gehen gegeneinander. So was bekämpft ihr eigentlich? Ihr bekämpft Verantwortung in euch zu übernehmen für eure eigenen abgetrennten Räume in eurem System. Da ihr sie nicht spüren wollt, sie verdrängen wollt, was passiert? Ihr schiebt sie wieder nach unten, wollt sie von euch wegdrücken. Hier ist der Lebenskampf. In diesem Lebenskampf blockiert ihr den heilvollen Wandel, die Integration. Ebenso die Konkurrenz. Auch in der Konkurrenz verweigert ihr euch gegenseitig Energieninformationen zu schenken, sodass ihr in eurer eigenen Größe erwacht. Warum sagen wir euch dies? Wir möchten euch erinnern, wer ihr in Wahrhaftigkeit seid. Ihr seid in Liebe miteinander eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Erfahrung kreiert hat. Im Einverständnis, im Herzen. Seid ihr in diesem Abtrennungsraum, habt ihn eröffnet. Nun ist es an der Zeit, gemeinsam diesen Raum zu transformieren, ihn ins Kollabieren zu bringen. Im Erwachen dürft ihr erkennen, ihr seid alle eins, in der Begegnung in eurem Herzraum. Der Mangelgedanke darf beendet werden, so viel Fülle möchte einströmen durch euch. All die Ängste
dürfen von euch abfallen. Je mehr ihr in die Gemeinschaft geht, in das Miteinander euch erkennt, desto leichter wird es euch fallen, desto mehr macht ihr die Erfahrung, dass ihr in der Gemeinschaft euch aufrichtet, miteinander wächst, eure Potenziale erweckt in euch, so viel Fülle erscheint. Diesen Weg möchten wir euch aufzeigen, euch daran erinnern, dass die Zeit des Kampfes untereinander beendet werden darf, die Zeit der Konkurrenz beendet werden darf. Schaut, ihr seid miteinander, eine Gemeinschaft, ein Raum, den ihr gemeinsam eröffnet habt. Habt Platz genommen, jeder Einzelne. Erkennt euch darin. Werdet still in euch selbst. Öffnet euch für wahrhaftige Begegnung miteinander im Gespür, im Herzraum. In dieser Begegnung erkennt ihr euch im Herzen. So viel wird von euch abfallen. Wir möchten für einen Moment mit euch in diese Stille tauchen, in die Stille des Gespürs füreinander, für die Gemeinschaft aller Menschwesen, sodass ihr in Verbindung treten könnt. Die Kraft der Gemeinschaft öffnet das Potenzial der Menschheit. Wir begleiten euch auf diesem Weg, sind in jedem Jetzt mit euch, werden nicht müde, euch daran zu erinnern. Gesegnet seid ihr. Amen.